Hi Leute, über 90% der Weltbevölkerung können nicht. Okay, um es gleich aufzulösen, was ich meine. Über 90% der Weltbevölkerung können nicht still sitzen. Still sitzen. Was meine ich damit mit still sitzen? Wenn du mal ehrlich zu dir selber bist, vielleicht bei dir oder anderen beobachtest, ist es dir möglich, dich in Ruhe hinzusetzen? Einen Tag, zwei Tage, einfach nur zu essen und zu schlafen und glücklich da zu sitzen. Und glaub mir, jeder hat die Zeit dazu, sich einen Tag hinzusetzen, ohne irgendwelche Termine, ohne irgendwas. De facto können das 90% der Bevölkerung mindestens nicht. Und viele haben es noch nicht mal erkannt, dass sie das nicht können. Viele hetzen nur auf der Arbeit, sind unter Stress. Und genauso ist es im Freizeitstress, den viele sich machen. Weil Stress ist das, was man selber produziert. Stress hat nichts mit deiner Situation, deinem Job, Umfeld oder sonst was zu tun. Stress ist das, was in dir passiert. Der eine läuft ohne Anstrengung Marathon. Für den nächsten ist es eine Riesenbelastung und er schafft es nicht. Auch vom Kopf her nicht. Das ist der Punkt. Die meisten Menschen müssen was machen. Müssen. Weil sobald du dich hinsetzt, einfach nur still sitzt, dich nicht ablenkst, dann kommen gewisse Themen hoch, die du vielleicht sonst verdrängt hast. Und wenn du nicht mit dir im Reinen bist, dann tritt es hervor, wenn du mal nichts machst, wenn du dich nicht ablenkst. So, wenn du dich jetzt hinsetzt, ich versorge dich mit allem. Ich bezahle dich in der Zeit. Und wenn du es schaffst, dann glücklich zu sein in der Zeit. Immer wenn ich irgendwie mal so einen gelegentlichen Check mache innerhalb von 24 Stunden. Wenn du jedes Mal grinst, wenn ich in den Raum komme und ich merke, du bist gut drauf, versorge ich dich immer weiter. Aber das ist nicht der Fall. Die wenigsten können das nicht mal ein, zwei Stunden irgendwo still sitzen. Und das ist eine Krankheit, auch wenn es viele nicht so definieren würden. Genauso, wenn dein Geist immer weiterläuft, nicht dein Geist, sondern deine Gedanken, dann ist es eine Krankheit. Auch wenn es viele nicht so definieren würden. Schau dir meine Hände an, die hier gerade wild gestikulieren. Meine Hände sind sinnvoll, weil ich sie benutze, wie ich sie möchte. Wenn ich sie jetzt hier einfach auf meinem Schoß ablegen möchte, sind die ganz ruhig und machen genau das, was ich möchte. Wenn aber dein Verstand ständig weiterläuft, deine Gedanken ständig weiterlaufen, du es nicht steuern kannst, auf was du dich konzentrierst oder es anhalten kannst, dann bist du in einer gewissen Art und Weise krank, auch wenn dein Arzt dir das so nicht diagnostizieren würde. Dein Verstand ist wie wenn irgendwie deine Hände zack, 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 irgendwie die ganze Zeit hier rumzappeln würden und ganz unkontrolliert, ich weiß gar nicht, was die machen. So ist dein Verstand. Sei ehrlich, kannst du deinen Verstand, bist du in der Lage, deine Gedanken so zu steuern, wie du möchtest?
deine Hände zu steuern, wie du möchtest, dein Verstand ruhen zu lassen, wenn du das möchtest, wenn es sinnvoll ist, wenn du gerade nichts denken brauchst, es auch zu lassen. Wenn du das nicht kannst, bist du in einer gewissen Art und Weise krank, um es nochmal zu wiederholen. Und das muss man verstehen. Deswegen können die wenigsten Menschen, ja, vielleicht 5% würde ich schätzen. Das ist keine Studie, nur ein grobes Schätzen. Dass sie überhaupt ruhig sitzen können. Die meisten brauchen Beschäftigung, Ablenkung. So. Wenn du dich nie mit dir selbst befasst hast, langsam gelernt hast, gewisse Dinge wahrzunehmen, ein Bewusstsein entwickelt hast, gewisse Steuern, gewisse innere Abläufe lenken und steuern kannst, deine Emotionen steuern und lenken kannst, erkennst, wie du sie selbst erzeugst und lernst, es wirklich zu tun. Und auch deine Gedanken zu lenken, wie du das möchtest, sie benutzt, wie du sie möchtest, dann kommst du in den glücklichen Gesundheitszustand. Das wünsche ich dir, das wünsche ich jedem und es gibt dazu genug Mittel und Techniken, um dieses Bewusstsein zu entwickeln. Du kannst Atemübungen machen. Du kannst gewisse Gedankenspielchen machen. Du kannst deine Gedanken einfach frei beobachten in der Gedankenblase über deinem Kopf. Dass eine gewisse Distanz geschaffen ist. Und erst dann kannst du lernen, es zu lenken. Im Happy Life Kurs gebe ich dir da zum Beispiel zahlreiche Mittel an die Hand, direkt zur Umsetzung in den Tageslektionen. Es gibt genug Bücher dazu. Die Bücher finde ich immer von Thich Nhat Hanh wunderschön, ist ein buddhistischer Mönch. Lest dort nach. Aber viel wichtiger ist, dass du es machst. Es bringt nichts, Gedankenspielchen drüber zu betreiben. Du musst es zu einer lebenden Erfahrung machen. Darum geht's. Wenn du noch Fragen dazu hast, post unter das Video, schreib direkt, wo dran hakst, was kannst du jetzt machen? Habe ich dir ja schon gesagt, die Schritte, schau, mach Atemübungen, such dir da was raus, was dir passt oder gewisse andere Meditationsübungen und so weiter. Unten drunter in der Infobox findest du auch Links und Quellen dazu. Schau da einfach mal rein, wo du dich weiter informieren kannst. Auch auf meiner Webseite findest du genug Quellen, Literaturempfehlungen. Also schau da einfach rein, findest auch kostenlose Downloads da. Und ja, ansonsten mach's gut und dann wünsche ich dir gutes Gelingen beim Umsetzen. Mach's gut, ciao.